zu. War das das Richtige? Oder war das das mit? Ah, genau, das war das. So, dann nochmal drehen. Drauf springen, dann geht das wahrscheinlich schon wieder zu weit hinter. Deswegen, wenn das so ist und das so, müssen die sich eigentlich treffen. Oh, wie umdrehen die sich nochmal? Ich probiere einfach mal kurz. Drehen die sich so wie hier? Ich glaube, das müsste eigentlich so hinhauen, oder? Probiere kurz. Nein, der eine dreht sich natürlich genau um. Gut, also muss die auf jeden Fall noch eine. Kann man auch hier dran ziehen? Nein. Jetzt müssen wir natürlich zweimal dran ziehen. Was das angeht, ist das Spiel doch ein wenig behäbig. Man merkt, dass da keine Profis am Werk waren, aber das ist egal. Das ist egal. So, das müssen wir nochmal verändern. So, jetzt soll es doch hinhauen, ne? Theoretisch. Theoretisch, theoretisch, ich hoffe es. Verschiedene Epochen, oder? Jetzt ist hier ein bisschen asiatisch angehaucht. Asiatisch angehaucht. So, was können wir denn mit den Glocken machen? Läuten natürlich, aber. Okay. So, das war einfach bloß dafür. Gut, dann gehen wir halt hier runter. Okay. Was haben wir denn hier? Bunte Säulen, hier kommen wir wieder nach oben. Hier sind auch nochmal drei solche Glocken. Sie kann aber lange die Luft anhalten für so ein kleines Mädchen. Achso, das ist eine Luftglocke. Ah, okay. Da reingesaugt.
passiert nichts. Ich probiere einfach nochmal kurz. Sonst noch irgendwas machen? Ne. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier hoch. Also bestimmt hier, ne? Ja. Gut, hier können wir aber offensichtlich gar nichts machen. Da hat sich der Ladebildschirm ja gelohnt. Da hat er sich ja richtig gelohnt. Na gut, dann wieder runter, nützt da nichts. Ach, was ist das mit dem Glocken hier? Offensichtlich können wir hier ja auch nichts mehr machen, deswegen gehen wir einfach nochmal und läuten nochmal die Glocken. Frag mich bloß, was das zu bedeuten hat. So richtig. Vor allem, wie kommen wir hier wieder hoch? Achso, na gut. Jetzt nochmal die große. Ich habe gerade was gesehen. Da bewegt sich das Ding. Och nö, Leute. Nö. Ach, jetzt ist es wieder weg. Bei der Kleinen passiert nichts, ne? Bing. Das ist mir gerade ein wenig suspekt, dieses Rätsel mit diesen Blasen da. So gut, gehen wir halt nochmal runter. Wir müssen hier unsere Brille wiederholen. Die Brille aus dem Abflussrohr holen, sozusagen. Wo ist er denn? Ich sehe sie nicht. Wo ist die da hochgespült worden? Ist die ans Gitter gespült worden? Nee? Hä? Das verstehe ich nicht. Wo sind die hin? Oder ist die in so einer Glocke drin? Erzähl mir jetzt nichts. Dran. Huh? Wieso bleibt das jetzt unten? Huh? What? Wie?
Ach, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ach so. Ach ja, dann wahrscheinlich die zwei runter. Und hier dran gezogen. Nee. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier dran ziehe? Was? Was soll ich denn jetzt machen? Ich hoffe das nicht. Sind alle grün. Jetzt sind alle weg. Und alle blau. Wie viele Farben haben wir denn? 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben bloß 5 Säulen. Ich weiß gerade nicht so recht, was ich hier tun soll. Sind alle lila? Wo ist die Brille? Wo ist die verdammte Brille? Ich raff das nicht. Ich bin zu doof für das Spiel. Rot. Jetzt saugen wir die halt mal noch rein. Und halt eben auch nicht. Weil mal kommt so eine Schallwelle, mal nicht. Ich probiere jetzt einfach bloß noch was aus. Okay, passiert wieder nichts. Offensichtlich ist es ja wahrscheinlich nicht so falsch, dass jetzt alle schon mal die gleiche Farbe haben, könnte ich mir vorstellen. Orange. Ich probiere mal mit Orange. Jetzt sind alle orange. Lila werden sie dann wieder nicht mehr. Ich probiere einfach bloß wild rum. Ich habe ja kein System dahinter. Aha. Was auch immer ich jetzt gemacht habe. Ah, das Bild ist sehr schön. Nichts wie hin. Ich hatte jetzt ja keinerlei System dahinter. Ich habe einfach irgendwas probiert. Was passiert, wenn ich das jetzt hier abändere?